Tada! Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wieder auf Reisen, sonst würde es kein Video geben. Und zwar bin ich genau da. Wenn ihr Lust habt, meine Reise tagesaktuell zu folgen, dann folgt mir doch auch auf Instagram oder auf Facebook. Und habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn nicht, einfach hier unten in der Videobeschreibung auf Abonnieren klicken. Glocke nicht vergessen und dann lass das Intro starten. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. So, Stadtrundgang von Cascais habe ich jetzt beendet. Jetzt geht es weiter. Nach 600 Metern im Kreisverkehr geradeaus nach Avenida Marginal N6 fahren. Genau. Und zwar steht am Ende dieses langen Wortes Lissabon. Jetzt geht's nach Lissabon. Schön. Ich bin immer noch in Cascais. Hier sind jetzt gerade die ganzen luxuriösen Hotels. Wirkt so ein bisschen wie Nizza oder Cannes. In Lissabon bin ich nicht nur, um Stadtrundfahrt und Sightseeing zu machen. In Lissabon lebt auch meine brasilianische Tochter und studiert dort. Und darum werde ich mich natürlich auch mit ihr treffen. Darauf freue ich mich besonders. Einen wunderschönen guten Morgen aus Lissabon. Es ist echt frisch. Ich musste mir mein Pullover raussuchen. Hier steht Werner. Ich stehe hier auf einem Parkplatz. Da ist die tunesische Botschaft und da ist gleich die Bushaltestelle für die Fahrt in die Innenstadt. Ja, und ich frühstücke jetzt erstmal und dann geht's los. Ja, ich bin bereit. Tschüss, Werner. Ich stehe hier an der Bushaltestelle direkt, ist voll gut. Und in 2 Minuten kommt mein Bus nach Est-Roma. Arreiro oder sowas. Und dann, also ich habe mich in den Stadtkern gegoogelt und dann gucke ich halt immer während der Fahrt bei Google Maps, wo ich mich gerade befinde und dann steige ich einfach aus, wenn ich denke, oh ja, hier ist cool. Bis jetzt weiß ich allerdings noch nicht, wo ich eine Fahrkarte herbekomme, denn hier ist kein Automat. Vielleicht schwarz fahren, weiß nicht. So, raus aus dem Bus und jetzt geht's zu Fuß ab in die Altstadt. Ich habe es diesmal ein bisschen anders gemacht. Und zwar habe ich mich nach oben gegoogelt und muss jetzt nicht von unten nach oben laufen, sondern ich laufe jetzt von oben nach unten. Meistens ist die Stadt ja, das war jetzt in letzten Städten immer so, in Ober- und Unterstadt. Und ich bin meistens von unten nach oben gelatscht. Und diesmal habe ich es genau andersrum gegoogelt. Mal sehen, ob es klappt. Auf jeden Fall geht's bergab. Hier relativ dicht im Stadtzentrum sind hier sonntags um 11 Uhr auch noch Parkplätze frei. Und die Parkuhr kostet, könnt ihr es sehen, 15 Minuten 35 Cent. Und dann takt es sich 1 Stunde 1,20, 2 Stunden 2,40. Ja, maximal 4 Stunden, länger geht es hier nicht. Aber es ist hier schön, hier ist so ein kleiner Park, da ist ein Swimmingpool für Enten gebaut. Und von hier aus sind es ins absolute Zentrum dann nochmal 20 Minuten zu Fuß. Und überall hier seht ihr so eine Roller oder auch Elektrofahrräder zu mieten. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Aber wahrscheinlich über eine App.
Saturnfahrt ist beendet. Mal ein kleines Fazit. Ich bin mit... Oh, mein Auto ist schon weg. Mit einem kleineren Auto gefahren, nicht mit so einem Bus, weil wir ja inmitten durch die Altstadt gefahren sind. Und ja, mein Fazit ist, ich fand es nicht gut. So ähnlich wie in Porto, aber hier war es noch schwieriger, weil zu 95% hatte ich einfach nur Musik im Ohr. Wir sind an diversen Sehenswürdigkeiten vorbeigefahren, die wurden überhaupt nicht erwähnt, erläutert. So die 5%, die dann erklärt wurden, da war es halt so nicht, dass man sagt, zur linken Hand sehen Sie, sondern er hat immer gesagt, in der Gegend von. So, gute Frage, da kann man also sich um 360 Grad drehen und wenn man es nicht auf Anhieb sieht, ist man schon wieder weg. Also super schwierig, ich weiß nicht, ob das so für die Portugiesen spricht, dass man sowas nicht gut organisieren kann, oder in Porto war es ja ähnlich. Aber bisher habe ich schon viele solche Touren gemacht und ja, ich liebe das eigentlich. Aber wenn man es nicht erklärt bekommt, was man sieht, wo man ist, dann ist es schwierig. Ich habe halt bei Google Maps immer geschaut, wo bist du, und habe versucht, mir zu googeln, was ich sehe. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache und dann auch keine 20 Euro wert. So, und jetzt nochmal zum Komfort. Für mich war es voll okay. Ich bin schlank. Ich habe ein BMI von unter 20. Aber ich habe tatsächlich auf zwei Sitzen gesessen, weil einfach neben mir frei war. Und die Sitze sind aber super, super eng gewesen. Ich habe immer mit der rechten Hüfte auf dem Anschnallgurt gesessen. Das hat dann nach einer Weile gedrückt und dann habe ich mich auf so einem Einzelplatz niedergelassen. Ja, also, wenn es euch 20 Euro wert ist, macht es. Ansonsten mietet euch hier so ein Tuk-Tuk und macht so eine private Tour. Ja, während der Stadtrundfahrt habe ich mir bestimmte Punkte markiert und da wandere ich jetzt hin. Das ist nicht weit weg voneinander. Hier ist zum Beispiel schon der Fluss zu sehen. Und jetzt schaue ich mir das erstmal genauer an. Da oben ist übrigens der höchste Punkt, das Schloss oder die Burg. Ich habe wieder mal einen Markt gefunden. Herrlich! Darauf wurde hingewiesen in der Stadtrundfahrt, dass es hier wunderschöne Fußwege gibt. Hier ist der bekannte Fahrstuhl, mit dem man nach oben fahren kann und die Aussicht dann bewundern. Allerdings, alle Menschen, die hier stehen, stehen hier an. Geil! Da läuft man einfach so ein bisschen umher und dann steht man plötzlich hier. Ein richtig schöner Platz und da ist auch gleich der Fluss. Und hier im Hintergrund sieht man auch so ein bisschen die Stadt. Ich drehe mal um. Richtige Künstler am Werk.
Autobahn dort führt zum anderen Ufer und dort ist auch die Christusstatue. Wusstet ihr, dass Lissabon nicht am Meer liegt, sondern am Fluss? Das ist der Tajo. Der Platz ist hier einfach so schön. Aber die Sonne knallt ganz schön. Das ist übrigens der Triumphbogen. Das Wichtigste, was man in Portugal gemacht haben muss, ist natürlich Straßenbahn fahren. In jedem Supermarkt steht hier am Eingang so eine Maschine und da kann man sich hier 1 Liter O-Saft pressen. Für 4 Euro ist voll okay. Das ist einfach das beste Getränk. Wenn du Hunger hast, musst du unbedingt in eine der vielen Pastellerien gehen und dir was Leckeres aussuchen. Also ich werde euch jetzt nicht jede einzelne Sehenswürdigkeit zeigen. Das Wichtigste, was ihr wissen müsst, ihr müsst in den Stadtteil Bairro Alto. Und hier könnt ihr alles erlaufen, was so das Wichtigste ist. Akte Triumph und ihr könnt hier shoppen, ihr könnt den Elevator nehmen, also den Fahrstuhl. Ja, hier sind viele Sehenswürdigkeiten und ihr kommt direkt am Fluss an. Also das ist das für mich wichtigste und zentralste Stadtteil, wo ihr einfach einen guten Ausgangspunkt habt für eure Touren. Wisst ihr, was noch spannend ist? Stellt euch einfach hinter so einer englischen Reisegruppe und dann könnt ihr auch alles erfahren. Was ich natürlich immer gern mitnehme, ist ein Flohmarkt. Ich habe mich jetzt mit meiner brasilianischen Gasttochter getroffen, einen leckeren Cappuccino getrunken und jetzt geht's weiter. Ich stehe hier schon an der Bushaltestelle und muss jetzt noch 45 Minuten zum Auto fahren und dann theoretisch 3 Stunden in den Süden von Portugal. Mal schauen, wie weit ich komme. Puh, ich sitze am Auto hier an der tunesischen Botschaft in Lissabon und jetzt will ich noch ungefähr 2-3 Stunden fahren in den Süden. Mal sehen, wie weit ich komme. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen hoch und wer noch nicht meinen Kanal abonniert hat, einfach unten einmal auf Abonnieren klicken. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Tschüss Lissabon.